Bürger, nein, 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 ich politisch noch gar keine. Hallo. Hallo. Zu uns, sondern das meine ich jetzt auch allgemein, mit bundesweit. Ja, aber die. Ja, ich gehe schon gerne. Hallo. Das war echt so ein teures Vergnügen, ja. Können Sie kommen nach uns? Herzlich willkommen zur Grundsteinlegung für das neue Gemeindezentrum der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde. Wir haben uns gerade noch mal verständigt. Heute vor einem Jahr war die offizielle Übergabe des Weiterleitungsbescheides, auch am 14.12. Warte ich noch, bis die kommen. Heute sind wir hier zur Grundsteinlegung. Die Platte ist gegossen, wir sollen aber noch nicht drüber laufen, weil es zu gefährlich ist. Nicht, dass hier jemandem schon was passiert. Ich begrüße Sie und euch alle, die da sind. Herr Schranz, der Oberbürgermeister, muss sich leider aus Krankheitsgründen entschuldigen. Frau Lauksen ebenso, die beiden grüßen. Und als offizieller Vertreter der Stadt Oberhausen ist Herr Güldenzopf gekommen. Vielen Dank fürs Kommen. Vom Evangelischen Kirchenkreis begrüße ich unseren Superintendenten Herrn Deterding und unseren Verwaltungsleiter Herrn Ebert. Aus Osterfeld begrüße ich unseren Bezirksbürgermeister Thomas Krei mit Ronja und verschiedene andere, die aus Osterfeld zu uns gekommen sind. Von der Stadt Oberhausen sind verschiedene Menschen, die uns bei den Planungen geholfen haben, gekommen. Ich nenne jetzt mal so auszugsweise Herrn Lagmann. Da ist er genau. Und alle, die dazugehören, die können jetzt mal winken. Ich begrüße vom Stadtteilbüro Herrn Abendroth. Da ist er ganz genau. Die wechseln immer alle Plätze. Ich begrüße aus der Ökumene den Propst Herrn Wichmann und alle anderen katholischen Schwestern und Brüder, die mitgekommen sind. Ich begrüße von der griechisch-orthodoxen Gemeinde Vater Georgios Katsikas und alle griechisch-orthodoxen Brüder und Schwestern, die mitgekommen sind. Von der WAZ Herrn Prescott und den Fotografen. Herrn Isselhorst, der wie immer alles filmt in Osterfeld. Herzlichen Dank. Ich begrüße alle Nachbarinnen und Nachbarn. Ich begrüße alle Handwerker. Ich begrüße unsere Projektsteuerung, Herrn Langenbach und Herrn Znotka. Die Architekten, Herrn Weber und Herrn Schempiel. Genau. Herrn Zimkeit, der vom Land gekommen ist. So. Ich begrüße alle, die in der Auferstehungskirchengemeinde arbeiten. Pfarrer Konrad, Daniela Konings, alle, die im Presbyterium und im Planungsausschuss mitarbeiten. Alle Gemeindemitglieder, die da sind. Und ich begrüße alle anderen, falls irgendjemand noch nicht genannt ist, speziell und alle anderen nochmal doppelt. Ich soll noch Grüße ausrichten von der Landeskirche, Frau Gotthard, die leider nicht kommen konnte, von der Stadtplanung, Frau Dressler und Herr Terhardt, Herr van Scheven wird, glaube ich, ein bisschen später kommen vom Denkmalschutz, von der Bezirksregierung herzliche Grüße und alles Gute für unseren Bau. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott
mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21. Ich mache alles neu, ganz so weit sind wir noch nicht, aber wir bauen ein neues Gemeindezentrum für die Zukunft unserer Gemeinde, dass wir uns hier mit unserer denkmalgeschützten Kirche und dem zukünftigen neuen Gemeindezentrum für die Mitglieder unserer Gemeinde und für alle, die in Osterfeld dieses, ich denke, es wird ein schönes Haus, nutzen wollen, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns hier an diesem Ort zentrieren, um von da als Gemeinde, als Christen, als Menschen in Osterfeld wirken zu können. Ich habe hier drei Blätter mitgebracht, die gebe ich jetzt rum. Also wenn das eine voll ist, dann sind unten drunter noch neue, dass Sie alle dort unterschreiben. Das kommt in die Dose, die wir mit einmauern werden, mit hinein. Hier hängt ein Stift dran, die dünne Seite bitte nicht. Wenn der alle ist, hier ist noch einer. So, einmal rum. Wir geben den Auszug aus unserem Protokollbuch des Bevollmächtigtenausschusses, dass wir nach langen Planungen, auch nach Rückschlägen, nach viel Arbeit dann endlich beschließen konnten, dass wir bauen. Dieser Beschluss kommt auch mit in den Stein der Grundsteinlegung. Eine aktuelle Ausgabe unseres Gemeindebriefes. Wir als Gemeinde haben diesen Bau gestemmt, mit Hilfe von vielen anderen. Nochmal besonderer Dank an alle, die uns bei der Finanzierung geholfen haben und vielleicht auch in Zukunft noch helfen werden. Also die Mittel aus der sozialen Stadt, die in etwa ein Drittel unserer Baukosten dann letztlich hoffentlich decken werden. Und wir sind nicht nur für uns als Christen hier, sondern für den gesamten Ortsteil und für die Stadt Oberhausen. Deswegen kommt auch die erste Seite der WAZ und die erste Seite des Oberhausenteils in den Grundstein mit hinein. Wir sind hier für uns und nicht alleine. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass Gott unser Arbeiten und unser Wirken begleitet. Und ich bitte Gott um den Segen. Gott segne diesen Bau und segne alle, die an ihm bauen. Amen. Ich bitte um ein Grußwort von Herrn Güldenzopf. Das ist ein erstes Mal für mich, ich habe noch nie einen Grundstein gelegt. Freue mich auch umso mehr, da zu sein, weil es dann doch viele Verbindungen gibt zu dem, was mich als Dezernent für strategische Planung ausmacht und was wir sozusagen vorantreiben wollen, weil das ist ein schönes Projekt, das zeigt, wo Engagement aus der Bürgerschaft, aus den kirchlichen Kreisen zusammenkommt mit Förderung, mit Stadt, mit Initiativen und vor allem, wo es sich an einem Ort dann auch zeigt, was es denn bedeutet, wenn viele Leute anpacken, wenn neue Räume für Austausch für Jugend geschaffen werden. Und das ist sozusagen ein besonders schöner Anlass, weil es uns natürlich jetzt gerade hier in Osterfeld die Möglichkeit gibt, neben den größeren Projekten, die vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit schon bekommen haben, also die auch die Dynamik in dieser Stadt prägen, wie Edeka-Ansiedlungen, Kaufhof in Alt-Oberhausen, aber halt auch der neue Multifunktionsbau an der GSO, die ja ein bisschen mehr Beachtung kriegen, jetzt hier endlich auch mal zu sagen, hier passieren auch Projekte, die entscheidend sind für Ortsteile, die entscheidend sind für Quartiere. Und das ist sozusagen das Besondere und Schöne, warum ich freue, heute hier zu sein. Ein Jahr nach Überreichung der Förderausgaben, dann natürlich auch im Dezember den Grundstein zu legen bei bestem Wetter, ist eine schöne Herausforderung. Ich wünsche Ihnen, wünsche uns damit viel Erfolg und ich hoffe, dass das Projekt dann die Sachen, die man sich dann vorgenommen hat, nämlich Jugend, Menschen zusammenzubringen, hier im Quartier mit neuen Impulsen dann auch so aufgehen. Ich wünsche dafür viel Glück und auch gutes Gelingen. Danke. Darf unserem Superintendenten bitte. Ja, ich grüße mit einem Wort aus dem Jeremia-Buch. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Das hier ist ein Zukunftsprojekt und ich bin sehr froh, dass dieses Projekt Realität geworden ist. Meine Realität im Moment ist, dass ich eher dazu eingeladen werde, Gemeinden zu erklären, warum wir Gemeindehäuser aufgeben und nicht zur Grundsteinlegung. Und das ist umso schöner für mich, heute bei einer Grundsteinlegung dabei sein zu dürfen, nachdem hier schon zwei Gemeindezentren aufgegeben worden sind. Das darf man ja bei dem ganzen Projekt nicht vergessen. Die Gemeinde hat sich auf den Weg gemacht, war bereit, einen wirklich schwierigen und langen Prozess durchzustehen. Dafür an das Presbyterium bzw. jetzt im Bevollmächtigtenausschuss ein ganz herzliches Dankeschön und Respekt für das, was ihr da geleistet habt. Denn zukunftsfähig machen heißt, sich von alten Strukturen verabschieden und neue Strukturen aufbauen. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo hier sichtbar was Neues werden kann. Das ist mit Hoffnung verknüpft, Zukunft und Hoffnung. Und ich glaube, dass das eine gute, eine positive Hoffnung ist, eine Hoffnung, die einen Grund hat, die tragfähig ist. Denn dahinter stecken ganz viele gute Gedanken der Zentrierung der Arbeit, der Zusammenbringung von Arbeit, sodass wirklich ein wunderschönes neues Ort, ein wunderschöner neuer Ort als Mitte der Gemeinde entsteht und nicht alles sich so kleinräumig irgendwo am Rand trifft. Ich finde das zukunftsweisend und gut und glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid. Dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Der 14.12. ist schon ein besonderes Datum in dieser Gemeinde. Einer der Orte, die aufgegeben wurden, war das Gemeindezentrum an der Hochstraße. Und daneben hat ganz lange die Gisela Buschhausen gelebt und gewohnt, die heute Geburtstag hätte. Dass wir das an so einem geschichtsrechtlichen Datum ausgerechnet machen, ist Zufall, war nicht so geplant, aber Gott kennt keine Zufälle. Ich glaube, der hat das so geplant. Also nochmal eine Erinnerung an Gisela Buschhausen, die meine Mentorin war während der ZA-Zeit. Eine ganz wunderbare Kollegin, der ich viel zu verdanken habe. Auch eine Liebe zu Osterfeld übrigens. Oder ein Grußwort hier sprechen zu dürfen. Die Gemeinde zeigt bereits jetzt schon in der Bauphase, dass sie, dass sie quasi ein Teil von Osterfeld ist und nicht nur von dem evangelischen Teil in Osterfeld, sondern wirklich von allen, weil die Gemeinde schon immer auch darauf bedacht ist, alle Leute mitzunehmen. Im Moment zeigt sich das, dass es immer wieder Gottesdienste sowohl in der katholischen Kirche gibt, aber auch ökumenische Gottesdienste. Es gibt sehr viele Veranstaltungen gemeinsam, katholisch-evangelische Kirche. Sie werden es besser wissen als ich, aber ich sage mal, vor 30, 40 Jahren war das hier nicht denkbar. Das finde ich ein richtig schönes Zeichen, Signal. Und das Ganze wird jetzt nochmal bekräftigt durch ein Jugendhaus oder ein Teil des Jugendhauses hier in diesem Neubau, der quasi dann für alle Leute offen steht und nicht nur für Gemeindemitglieder, sondern für alle Osterfelder. Das ist wünschenswert, das ist besonders schön. Ich freue mich, dass die Gemeinde diesen Weg gegangen ist. Herr Deterding hat es gerade sehr schön beschrieben, dass es auch eine Geschichte gab, die auch nicht einfach war oder ist. Die Presbyteriumsmitglieder werden es viel besser wissen als ich oder als man das mit kurzen Worten sagen kann. Das ist nicht immer einfach. Nichtsdestotrotz wird hier quasi jetzt zukunftsweisend was gebaut. Ein Zentrum gebaut, wo man quasi in den Gottesdienst gehen kann, aber auch das Miteinander leben kann im Stadtteil. Das ist sehr schön. Dafür wünsche ich alles, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns hier bei vielen Veranstaltungen wieder. Glück auf! Werte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Planerinnen und Planer herzlich begrüßen zu diesem Festakt. Lauter? Ja. Zusammen mit meinem Büropartner sind wir für die Architektur, für die Gestaltung zuständig, aber ich möchte betonen, dass wir als Team mit vielen Fachplanern und Leuten an diesem Projekt arbeiten. Also für die Bewehrung, die Statiker, für die Vermessung, die Vermesser. Es sind viele, viele Leute, die als Team hier an diesem Ganzen arbeiten. Deswegen möchte ich tatsächlich repräsentativ für alle Fachplaner hier sprechen und Sie begrüßen. Herr Volker Langbach, mit Herrn Snotka zusammen von der Projektsteuerung auch da. Die begleiten das Projekt schon von Anfang an. Vor 5 Jahren, wenn es richtig ist, hat das Ganze hier begonnen. Da wurde der Startschuss gelegt. Die ersten Überlegungen von der Kapellenstraße hier an diesem Standort das Ganze zu verlagern. Dann wurde der Wettbewerb ausgelobt mit dem Ergebnis, dass wir in unserem Entwurf die Jury, die Gemeinde überzeugen konnten. Und so nahm das Ganze so seinen Lauf. Und Sie können sich vorstellen, an dem heutigen Tage
Es ist ein schönes Ereignis, das machen wir sehr gerne. Grundsteinlegung ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Termin in unserem Berufsleben. Es ist ein Akt nach einer langen Planungsphase, wo wir zum ersten Mal tatsächlich sichtbare Formen wahrnehmen, spüren, riechen. Es ist ein Akt des Abschließens für uns als Planer. Es liegen 5 Jahre Planung von der ersten Idee hinter uns und das freut uns. Das ist ein schöner Moment. Es ist aber, und das ist umso schöner, das hat die Frau Haas auch schon gesagt, ein Akt des Beginnens. Der erste Stein, den wir heute setzen, hat eine symbolische Bedeutung. Es ist der erste Stein, der Anfang, und ist der wichtigste Stein, denn auf diesem Stein ruht das ganze Haus. Ich muss mich natürlich an dieser Stelle auch korrigieren. Es ist nicht der erste Stein. Und zwar haben wir jetzt nicht vorher schon angefangen. Es ist auch nicht ein Stein, der tatsächlich unter der Bodenplatte verbaut worden ist, sondern der erste Stein wurde tatsächlich schon vor über 100 Jahren gesetzt. Ich habe mich nochmal erkundigt. Also die Kirche wurde eröffnet im Jahr 1900 genau. Und sicherlich 2 Jahre, ein Jahr davor wurde das Ganze auch gebaut. Das heißt, wir befinden uns im 19. Jahrhundert, über 100 Jahre, ich denke, Zeitzeugen gibt es nicht. Und das ist was ganz Besonderes. Denn an dieser Stelle, wo wir mit unserem neuen Gebäude das Alte berühren und wo das Alte und Neue miteinander verschmilzt, teilt sich die Kirche das Fundament mit dem Neuen. Die Lasten werden an dieser Stelle sprichwörtlich gemeinsam getragen. Und der Begriff des Teilens stellt einen zentralen Begriff des Gemeindelebens dar. Wir teilen die schönen Dinge und natürlich auch die schlechten. Somit hat diese Bestandsfassade nicht nur eine gestalterische, sondern auch eine symbolische Bedeutung. Und jetzt liegt es natürlich an der Hand der ausführenden Firmen, dass die Arbeiten natürlich auch so ausgeführt werden, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Wie gut und wie schnell wir natürlich mit den Arbeiten voranschreiten, hängt natürlich auch gerade zu der Jahreszeit mit dem Wetter zusammen. Aber mit Frau Haas haben wir natürlich die besten Beziehungen nach oben. Von daher mache ich mir da, was das angeht, überhaupt keine Sorgen. Keine Regentensur. In diesem Sinne, Glück auf und Gottes Segen für das neue Gemeinde. So, geschafft. Erste Hürde gewonnen. Ich glaube, das musst du alles nochmal fahren. Das geht so nicht. Was will Männer was tun? Ne? Warum? Try and error. Wir zögern das ja bewusst hier hinaus, damit es fotogener wird. Ja klar. Lasst euch Zeit, das ist doch ein wichtiger Moment. Auch nochmal voll. Wir sind jetzt nah am Ziel. Jetzt kommt's. Ja. Geschafft. Gerne drunter legen oder? Auf jeden Fall. Dann kommt ein bisschen was mit. Yeah.
bisschen Speisen runter. Was du jetzt? Den nächsten noch. Erstmal runter den Stein. Habe ich alles korrekt gemacht. Wunderbar. Mann, ist ja ohne Wasserbagger. Machst du es noch voll um die Dose? Mit so ein kleiner Stein für uns beide, aber ein großer für die Dose. Die Worte waren gut, überlegt. Wir müssen jetzt auch noch ein Stückchen. Ja, das ist die Ronja, die spielt da auch gerne. Quatsch. Da ist sie. Ich muss noch reichlich fahren. Ja, ich muss da wieder hoch. Schwierigkeiten verbunden hier. So. Wir machen dann eine richtige, wenn wir weg sind. Ja, genau. Ich wollte eigentlich noch so machen.
Mag das? Du darfst den Stein nehmen. Ich darf den Stein? Ja, ja. Ich darf den Stein nehmen. Nee, das ist super. So, machen wir zusammen. Das ist ja eine total gute Idee. Ich schaff das schon. Ja? Moment, wenn nicht, dann mach ich ein. Aber aus dem Bein rausheben. So. Wie muss der da hin? So? 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 Okay. Wie ganz anders? Ganz nah dran. Perfekt. Wie ganz anders. Wenn das nicht hält, ne? Wow, die Steine. Kommt gleich alle nochmal gucken. Und die harte Arbeit und das Frieren wird belohnt und wir feiern. Es gibt Glühwein, Kaffee und Tee. Da hängen auch nochmal die Bilder, wie die Planung ist und wie es dann hoffentlich wird. Also herzliche Einladung, noch etwas bei Getränken und Gesprächen zu verweilen. Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen.